Was glaubst du, was das ist? Ein Pferd? Ein Gorilla? Oder ein Zebra? Es ist all das zusammen. Das ist Calicotherium. Und es lebte im Miozän, in den Gebieten Eurasiens und Afrikas. In der Zeit, in der die Evolution die bizarrsten und surrealistischsten Kreaturen schuf. Dank seines ungewöhnlichen Körperbaus brauchte dieses Tier nur einen kräftigen rechten Haken, um jedes Raubtier auszuschalten. Und das ist nicht das einzige Tier mit einer einzigartigen Superkraft, das es schon lange vor uns gab. In diesem Video verrate ich dir, welche Kreatur konnte die Schallmauer durchbrechen? Wer hatte eine Art Staubsaugermund? Wer konnte sich kopfüber bewegen? Und das Wichtigste, was waren die außergewöhnlichsten Merkmale, die ausgestorbene Tiere hatten? Spoiler-Alarm! Eine dieser Kreaturen habe ich mir ausgedacht. Einige Überreste prähistorischer Tiere sind so ungewöhnlich, dass sie unter Paläontologen heftige Kontroversen hervorrufen. Zum Beispiel Halluzygenia, die vor mehr als 500 Millionen Jahren in Kanada und China lebte. Das ist die Schönheit. Nein, warte, so. Oder vielleicht? Sogar Wissenschaftler haben sich Zeit gelassen, um herauszufinden, wo der vordere, hintere, untere und obere Teil des Tieres ist. Die Sache ist die, dass die Wissenschaftler die Füße für Tentakel hielten, während sie die hinteren Stachel für die Füße hielten. Abgesehen von der Fähigkeit, die Wissenschaftler auszutricksen, hatte dieses wirbellose Tier vermutlich ein ausgeklügeltes Gebiss. Ja, dieser Mund gehört nicht zu Demogorgon aus Stranger Things, sondern zu Halluzygenia. Die Kreatur hatte nadelförmige Zähne, nicht nur im Mund, sondern auch in der Kehle, damit sie Nahrung aufsaugen und zermahlen konnte. Aber damit du heute Nacht ruhig schlafen kannst, möchte ich eines klarstellen. Dieses Biest war nicht größer als ein kleiner Finger und konnte dir nichts anhaben. Die Herausforderung, sich das wissenschaftliche Hirn zu zermalmen, das wird von Opabinia regalis gefordert, die so groß wie ein Stück Kreide war. Sie lebte im heutigen Kolumbien und Kanada vor etwa 500 Millionen Jahren. Auch bei dieser Kreatur konnten die Wissenschaftler nicht auf Anhieb erkennen, was sie war. Es stellte sich heraus, dass sie auf dem Kopf schwamm und ihre fünf Augen sich am Hinterkopf befanden. Außerdem waren die Forscher verwirrt von dem Hinterteil von Diplodocus, das in Colorado lebte. Was ist das? Eine Peitsche für prähistorische Reittiere? Der Schwanz war 14 Meter lang, was ungefähr 7 Michael Jordan entspricht. Wissenschaftler vermuten, dass der Diplodocus sogar die Schallmauer durchbrechen konnte, wenn er den Schwanz mit hoher Geschwindigkeit hin und her schwang. Dieser Überschallschlag half dem Tier, sich vor Raubtierangriffen zu schützen. Eine ziemlich praktische Selbstverteidigungsmethode, nicht wahr? Es gab auch Kreaturen mit besonderen Merkmalen, die ihre modernen Nachkommen gerne geerbt hätten. Auf den ersten Blick ist Unalashkastilus tomidae von den Aleuten ein ganz normales Flusspferd unserer Zeit. Was ist also das Besondere an ihm? Sein Maul. Das moderne Tier, das von dieser Gattung abstammt, hat ebenfalls eine ziemlich furchterregende Schnauze, aber dieses uralte Tier, das konnte seine Kiefer zusammenziehen und so Pflanzen aufsaugen, während es den ganzen Vorgang mit seinen kräftigen Muskeln erleichterte. Das war ein prähistorisches Nilpferd, das einen Staubsauger statt eines Mauls hatte. Moderne Schlangen könnten auch die Technik ihrer Nahrungsaufnahme verbessern. Aber dafür bräuchten sie Füße wie die von Tetrapodiphys aplectus aus Brasilien. Diese Kreatur, die lebte vor 110 Millionen Jahren und die Füße waren sehr klein, nur 1 Zentimeter lang, etwa so groß wie eine normale Büroklammer. Sie halfen der Schlange, ihre Beute, zum Beispiel kleine Vögel, besser zu greifen. Gefiederte Tiere wiederum verteidigten sich gegen solche Raubtiere, indem sie Keulen auf ihren Flügeln trugen. Oder zumindest wurde etwas Ähnliches auf dem Körper einer Schlange gefunden. Der Rodriguez solitaire von der Insel Rodriguez. Dieser Vogel ist ein Verwandter des Dodo, der im 18. Jahrhundert ausgestorben ist. Auch er war flugunfähig und hatte die Größe einer Gans. Auf seinen Flügeln befanden sich runde, dicke Knorpel, die wie Keulen aussahen und ihm halfen, sich zu verteidigen. Obwohl sie nicht größer als ein menschlicher Bauchnabel waren, ließen diese Kugeln die Knochen ihrer Angreifer brechen. Einige prähistorische Tiere wurden jedoch mit besonderen Eigenschaften geboren, die eher lästig als hilfreich waren. Was könnte ein solches Ärgernis sein?
Eine Dinosaurierart hatte zum Beispiel das Pech, dass sie kurze Arme hatte. Aber ich spreche nicht von Tyrannosaurus, ich meine Carnotaurus, der einige Gebiete im heutigen Argentinien bewohnte. Die Vorderbeine der T-Rex waren ziemlich stark und ermöglichten es ihnen, sich im Kampf mit ihrem Gegner festzuhalten. Die Arme des Carnotaurus waren nichts mehr als die eines 10-jährigen Kindes. Sie konnten nicht verwendet werden. Es ist immer noch unklar, warum die Evolution so grausam zu Carnotaurus war. Wenn er heute leben würde, könnte ein Carnotaurus wenigstens Fahrrad fahren und rufen: "Guck mal, Mama, meine Hände!" Dieses mexikanische Erdhörnchen namens Ceratogaulus hatte einen kompletten Satz richtiger Gliedmaßen und sogar noch einen kleinen Bonus obendrauf. Und das sind die Hörner. Du denkst vielleicht, dass es sie zum Graben benutzte, aber nein. Die Hörner waren in einem völlig ungünstigen Winkel für sowas angebracht. Wahrscheinlich verursachte alles, was sie taten, Migräne. Und deshalb haben moderne Erdhörnchen diese unbequeme Kopfbedeckung nicht mehr. Und jetzt möchte ich, dass du dir diese Hörner genau ansiehst. Dreadnoctus. Es war das riesigste Landtier, das je existiert hat und lebte vor 86 Millionen Jahren in Argentinien. Dieser Dinosaurier war 26 Meter groß. Das ist etwas kürzer als zwei übereinandergelegte Hollywood-Schilder. Dreadnoctus wog 65.000 Kilogramm und das ist mehr als 7 Tyrannosaurus. Rate mal, was für ein Problem so ein cooler Typ haben könnte. Er war so riesig, dass es eine ziemliche Herausforderung war, genug Nahrung zu finden, um sich zu ernähren. Es reicht nicht aus, nur der riesigste Kerl zu sein. Du musst der wildeste sein. Wie diese Schlägertypen hier. Wenn es um die stärksten ausgestorbenen Tiere geht, ist das erste Tier, das einem einfällt, Tyrannosaurus, über den wir heute schon gesprochen haben. Und wir haben bereits den Mythos zerschlagen, dass dieser Dinosaurier aus Nordamerika die kürzesten Ärmchen hatte. Kommen wir nun zu der Theorie, dass der Tyrannosaurus nur bewegliche Objekte sehen konnte. Auch das ist eine Lüge. Tatsächlich hatten die T-Rexe eines der besten Sehvermögen aller Tiere. Heute glauben wir, dass die schärfsten Augen den Adlern gehören, da sie Dinge 3,6 Mal besser sehen können als der Mensch. Gleichzeitig war das Sehvermögen der T-Rexe nicht weniger als 13 Mal besser als unseres. Wir können Objekte sehen, die 1,6 Kilometer entfernt sind, aber ein T-Rex konnte sie problemlos sehen, selbst wenn sie 6 Kilometer entfernt waren. Er könnte sogar einen Rundgang durch Hillwood Estate machen, aus dem Fenster schauen und beobachten, was im Weißen Haus passiert. Aber selbst mit so einem scharfen Blick würde dieser Dinosaurier, Enigma Broma, ein prähistorischer Riesenkrake, der im Pazifischen Ozean zu finden war, nichts erkennen. Genau wie seine Nachfahren konnte er sich geschickt tarnen. Außerdem hatte er kleine Knubbel auf dem Kopf, die Hörnern ähnelten. Es ist zweifelhaft, dass er sie zur Verteidigung benutzte, denn sie kitzelten höchstens die Haie. Vielleicht haben die Hörner dem Kraken geholfen, auf der Suche nach Fischen, Felsen umzuwerfen. Das Spannendste daran ist, dass Enigma Broma ein Verwandter des Tieres sein könnte, das du bereits kennengelernt hast. Halluzygenia. Die Zähne sehen sehr ähnlich aus, mehrere Reihen von scharfen Nadeln. Aber dieses Mal kann ich dich leider nicht beruhigen, denn im Gegensatz zu den kleinen, harmlosen Halluzygenias war Enigma Broma 11 Meter lang. Das ist wie 2,7 Giraffen. Du wirst ihn in deinem nächsten Albtraum sehen. Alles klar, kein Grund zum Ausrasten. In dieser prähistorischen Bande gab es einen Riesen, der das unterseeische Monster besiegen konnte. Und das ist Mosasaurus. Ein mächtiges Raubtier, das vor 70 Millionen Jahren in den Gewässern Europas und Nordamerikas lebte. Das konnte bis zu 17 Meter lang werden, was ungefähr 2 Londoner Bussen entspricht. Tatsächlich war es das gefährlichste Lebewesen des Ozeans während der gesamten Kreidezeit. Es sah aus wie ein riesiges Krokodil mit Flossen, mit denen es sich unter Wasser bewegen konnte. In diesem Fall ist es keine Schande zu sagen, Gott sei Dank ist es ausgestorben. Nun, ich denke, es ist an der Zeit herauszufinden, welches dieser uralten Tiere mit seltsamen Merkmalen nichts weiter als ein Hirngespinst von mir war. Das gehörnte Erdhörnchen? Der Vogel mit der Keule? Oder vielleicht der riesige Dinosaurier, der jeden Buchstaben des Hollywood-Schildes mit einer Fußbewegung zerquetschen konnte? Was meinst du? Teile deine Ideen in den Kommentaren mit.